Hallo. Hallo, ihr Lieben. Bravo. Hi, ihr Lieben. Ja, wir sprechen heute über Schwangerschaft. Und zwar habe ich in vielen privaten Nachrichten gefragt bekommen, hey, wollt ihr eigentlich noch mehr Kinder? Wir haben tatsächlich eine Großfamilie geplant. Also, nachdem Heaven auf der Welt war, wollte mein lieber Mann 7 Mädels. Und dann kam Leo und hat die Reihe zerstört. Nein, aber mein Spaß beiseite, das war kein Spaß, das hat er ernst gemeint. Leo ist jetzt 10 Monate alt und noch empfinden wir es zu früh fürs dritte Kind, aber ausgeschlossen ist es auf keinen Fall. Ja, ihr Lieben, wir wollten eine ganze Fußballmannschaft hier gründen, ne? Die Gentos. Kevin, möchtest du noch einen Bruder oder eine Schwester? Und nein. Ich sollte dich runterlassen. Ich soll dich runterlassen? Aber warte mal, möchtest du noch eine Schwester oder einen Bruder, so wie Leo? Ein Baby? Nochmal? Mami, ich bin runter. Du bist runter. Hilf Mami kurz, willst du oder nicht? Ja oder nein? Ja oder nein? Nein. Okay, Leute, damit hat sich's wieder. Es hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Heaven will keine Geschwister mehr. Keine Geschwister mehr. Keine Geschwister mehr, da hört ihr es. Nein, sie kümmert sich rührend. Ich kann's alleine. Ich glaube, das reicht ihr, ne? Ich kann. Mit der Nase voll. Was kannst du denn? Schätze, das ist zu hoch. Oh, hier. Nein, nicht hier. Also wir lieben natürlich unsere Kinder über alles, aber um auch unsere Beziehung gesund zu erhalten, müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen eine Auszeit nehmen und warten, bis die zwei ein bisschen wachsen. Und dann... Bah. Au, au, au! Bah, bah, bah. Angie hinter der Kamera hat gerade 2 Squats geschafft mit so einen Squat-Zähler braucht man, ne? Da sitzt die Heaven auf den Schultern und zählt 1, 2, 2, 2, 2. 7. Ja, aber bei der Angie hast du auf kaputt gemacht, gell? Cheese! Ja. Erzählen wir was? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tschüss! Der Moment, wenn deine Tochter den Rohrpusch bringt und einfach das Alphabet aufsagt. Ja, du. Komm, fertig. Ja. Now I know my... Bravo! Also wenn dir danke, auch diese Gesangseinlage danke, von Herrn... Wem diese super süße Gesangseinlage von unserer Tochter Heaven Catalea gefallen hat, bitte unbedingt ein Like da lassen. Leo ist schon im Standby-Mode. Oh wow, magst du das Gemälde, gell? Das ist die Heimatstadt von Buffy. Die hat sie natürlich nicht zugemacht, ne? Gut, warum wir eigentlich auch noch mehr Kinder wollen, zum einen ja, sind mir Gott sei Dank die Schwangerschaften echt leicht gefallen, also leicht. Das soll ich nicht ausplaudern? Nein?
Das passt ja nicht so in den Plan. Okay. Hey. Er will kein Mittelkind werden, ne? So, entweder du bist der Älteste oder der Jüngste. Und alles dazwischen ist halt einfach so Mittelmaß. Nein. Nein. Warum für mich weitere Schwangerschaften eigentlich in Frage kommen, beziehungsweise, ja, Schwangerschaften kommen sowieso in Frage, aber wir lieben Kinder, wir wollen auch mehr Kinder. Und Gott sei Dank ist mir die Schwangerschaft von beiden Kindern eigentlich recht leicht gekommen. Das Einzige, was eigentlich schlimm war, war dann die Geburt von Leonidas. Falls ihr da Interesse habt, euch das anzuschauen, warum es so schlimm für mich war, ich verlinke euch das Video hier unten in der Infobox, denn ja, ich wäre fast gestorben. Also man nennt es beim Namen, ne? War nicht so ohne, aber trotzdem, ich bin nicht traumatisiert, Gott sei Dank, denn es gibt viele schlimme Schwangerschaften, sehr schlimme Geburten, darüber habe ich auch berichtet, das verlinke ich euch auch drunter von anderen erfolgreichen Frauen, die ich kenne, andere Mamis, die viel durchmachen mussten. Und dadurch, dass ich da halt total positiv eingestellt bin, kommt es für mich absolut in Frage, weiter schwanger zu werden. Einfach rauszuballern, Kinder. Die sind doch mega süß. Wer will nicht so einen Haufen sabbernder, pupsender, beißender, kleinen Zwergis haben? Wollen wir 5 Babys? Wollen wir noch 3 Babys? Ja, wir wollen noch 5 so komplett heulende, wundersüße, zuckersüße, wunderschöne, kleine Gremlins in die Welt setzen. Und weil wir, hey, wir sind auch der Meinung, wer Kinder liebt und ihnen auch... Oh mein Gott, ja, ich finde das... Sei leise, Mutter, was redest du? So. Angie hat jetzt den Leo übernommen, da er mir die Hälfte... Oh, da ist schon wieder ein Sauberfleck, ne? Also, jetzt wisst ihr über unsere Schwangerschaftspläne Bescheid. Sobald sich da was tut, werde ich euch auf alle Fälle updaten. Ansonsten... Abonniert uns. Wir wollen 1 Million Abonnenten, bevor YouTube abkratzt. Danke. Abonniert uns. Bye bye, Leo.